Ja, und somit herzlich willkommen bei Stray. Einem der wohl besten Kartenspiele, die es auf dem Markt gibt. War ja das letzte Jahr ein paar Mal für irgendwelche Preise nominiert. Und da dachte ich, musste ich mir doch mal anschauen. Ich muss dazu sagen, ich habe das vorhin gerade schon mal ein bisschen angespielt. Mit Facecam allerdings, und habe dann bemerkt, ja irgendwie passt das dann doch nicht so in die Atmosphäre hinein, wenn man da mein Face sieht. Auch wenn es von den Reactions wahrscheinlich eher gut oder schön anzusehen wäre, aber irgendwie zerstört das dann doch ein bisschen die Atmosphäre. Fand ich zumindest. Das fängt schon mal ziemlich süß an. Mit unseren Katzenbuddies. No. Ich mag ja Katzen. Aber Hunde auch. Mit Katzen kann man einfach gut kuscheln, finde ich. Mit Hunden zwar auch. Das ist von daher ziemlich schwierig zu sagen, was ich best finde. Süß. Dann legen wir uns mal hier hin. Schlafen eine Runde. Innerhalb der Mauer. Sieht ziemlich schön aus hier mit diesen saftig grünen Farben. Ich habe schon vorhin gesagt, ich möchte ziemlich eigentlich alles hier mitnehmen, von daher schaue ich mich auch gründlich um. Ich habe keine Ahnung, ob es hier irgendwie Secrets gibt oder so. Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Auch cool, dass es nicht nur dasselbe Miauen immer ist. Und die anderen Katzen darauf reagieren. Mache ich doch gleich mal mit. typische Katzenverhalten. Schön die Möbel zerkratzen, vor allem Holz- und Lederstühle. Kennt man so. Unterwegs mit unserer Katzengang streifen wir hier durch das apokalyptische Cyberpunk-Theme, das hier ja wohl uns erwarten soll. Hat das Spiel Ray Tracing? Könnte sein. Ich habe mal ein Behind-the-Scenes-Video davon gesehen, wie sie das Motion Capture gemacht haben mit den Katzen. Und das war ziemlich interessant anzusehen. Nur wie süß! Oh Mann. Das ist wohl so ein Spiel, das einem sehr nah ans Herz geht, wenn man Katzen mag. Und wenn wohl etwas passiert, dann wird das sicherlich hart sein, mit anzusehen. Sind alle hier? Wo ist die schwarze Katze? Ah, die ist da unten. Da geht's auch lang. Gibt's hier hinten was? Nee. Ich werde in diesem Spiel wahrscheinlich 1000 Mal miauen. Aber ich finde das irgendwie ziemlich süß. Ist das hier was? Nee. Irgendwie jedes Geräusch, das die Katze ja macht, hat eine bestimmte Bedeutung. Auf Netflix gibt es ja so eine interessante Doku dazu, was Katzen denken, heißt ja auf Deutsch. Und da lernt man ziemlich viel darüber, was Katzen eben denken, wie sie sich verhalten und wie sie eben miteinander sprechen oder etwas Bestimmtes sagen wollen. Oh shit! Müssen wir schon aufpassen, Leute, sonst stürzen wir hier ab. Sieht gefährlich aus. Oh shit! No! Die armen, süßen Kulleraugen. Oh no. Oh nee. Wir haben was am Fuß. Irgendwo da oben sind unsere Freunde. No. Please. Oh nee. Oh no. Was ist das denn? Na, jetzt scheinen sie wohl weg zu sein. Irgendwo im tiefsten Loch sind wir gelandet. Können wir da hoch? Irgendwie? Nee, leider nicht. Ich spiele das Ganze mit dem Gamepad. Also, sorry, falls ich mal irgendwie mit der Steuerung nicht ganz so klar komme. Weil ich normalerweise nicht so der Gamepad-Freund bin. Aber es hieß, das Spiel soll man besser mit dem Gamepad spielen, von daher befolge ich diesen Rat auch mal. Fehlsprung, Errungenschaft freigeschaltet. Totenstadt. So sieht es hier auch aus. Ziemlich tot, vermüllt. Was war das denn? Schon süß. Wo sind denn diese Dinger hin? Ach, da hoch. Okay, wir werden beobachtet. Big Brother is watching. Durch die Gegend zu springen. Das Schild ging gerade an. Ganz schön schmerzhaft. Ich hab's gesagt, ich werde wohl viel miauen. Was ist das? Irgendein Roboter. Das Schild soll uns offensichtlich only human personnel. Keine Trompeten? Was? Die nächste Kamera, die uns sagen soll, dass wir hier durch sollen. Jetzt ist sie aus. help. Und nochmal irgendein Roboter. Da hoch geht's nicht. Darunter auch nicht. Da hoch auch nicht. Können wir bloß hier entlang. Das nächste Schild. Follow me. Die nächste Kamera. Hä? Was läuft hier? Den Eimer können wir aufnehmen. Wieso auch immer. Ist das hier ein Rätsel, wo man irgendwie die... hier füllen soll. Falls ja, funktioniert das nicht ganz so, wie ich mir das denke. Wahrscheinlich ist das nicht so gedacht. Funktioniert das? Nee. Ich weiß nicht, wofür diese Eimer sein sollen. Ah, okay. I see. Typisch Katzen. Oh Mann. Jeder, der Katzen hat, weiß, wie sich die verhalten. Und weiß, was für Dummheiten die manchmal anstellen. Und ich muss das einfach machen. Ich meine, ich bin eine Katze hier im Spiel. Und dann ganz unschuldig schauen mit den kleinen Katzenäuglein. Und so tun, als wäre nichts gewesen. Ein paar Frame-Einbrüche, follow me. Wait. Runter oder rauf? Hier runter geht's ja wohl nicht. Dann wahrscheinlich schon nach oben. Aha, okay. Gut. Das ist dann wohl nicht so gemeint.